Huch, irgendjemand hat mich angeschrieben. Ah, das ist YOLO. Aber der ist gerade richtig schlecht drauf. Moin, YOLO. Was gibt's denn? Halt dein Maul. Wie findest du den Server? Ja, also ich finde, das ist ein richtig cooler und ja, beliebter Server. Ja, verarschen kann ich mich selber. Wenn du bis morgen nicht 100 Memo auf den Server kommst, schmeiß ich dich raus. Nein, das kannst du nicht machen. Aha. Yo Leute, was geht's? Playfair am Start. Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir ein kleines Experiment, so viele Member wie möglich auf einem Custom Discord Server, den ich hier schon im Hintergrund vorbereitet habe, zu bekommen. Wir werden dabei alle möglichen Tricks anwenden, die es so gibt. Was? Egal wie genial, wie schnell geht denn das? Unbekannt oder hobbylos sie auch sind. Und ich bin am Ende wirklich gespannt, wie viele Member wir knacken werden. Sollte euch dieses Format gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Es ist wirklich komplett kostenlos und ihr könnt wirklich jederzeit deabonnieren, falls euch der Content auf meinem Kanal nicht mehr gefallen sollte. Und jetzt würde ich sagen, Abfahrt! Bevor wir unseren Discord-Server promoten, sollten wir jetzt als erstes noch Discord-Server so ein bisschen aufpäppeln. Dafür werde ich jetzt einen Freund von mir anschreiben, der das Ganze für mich übernehmen wird. One Mean hält folgendes. Ich habe hier für ein Video einen Server vorbereitet, ein bisschen Design will, weil ich will so viele Member wie möglich auf den Server bekommen. Nienheld, kannst du nicht einfach Ja schreiben? Also hier so ein bisschen Design mit so einem üblichen Design halt so, aber halt alles auf Englisch. Also so Welcome Chat, Global Chat und so weiter, mit dem sich die Leute jetzt unterhalten können. Vielleicht noch ein Giveaway. Ich gebe dir noch ganz kurz Admin hier, ne? Jetzt sehen wir hier die Entdeckungen und wir sehen, wir brauchen dafür 10.000 Member, damit wir das machen können. Ich sage euch aber, es gibt eine Methode, mit der das viel schneller geht. Und zwar Discord. Discord sollten einige von euch kennen. Entdecke Discord, so sagt eigentlich schon alles. Ich kann hier zum Beispiel nach Gaming suchen und sehe jetzt hier jede Menge Discord-Server und so weiter und so fort. Deshalb melden wir uns hier einmal ganz kurz an mit unserem Discord-Account. Haben wir den Server hier auch hinzugefügt und gebammt, damit er auch jetzt öffentlich sichtbar ist. Das kann deinen Server auch bewerten und das wird dann auch ziemlich nützlich werden. So, als nächstes werden wir jetzt auf ein paar größeren Discord-Servern Werbung für ihn machen. Dafür benutzen wir jetzt den Partnerbot, der uns den promoten wird. Das hier ist jetzt der Partnerbot, der wird uns auf anderen Servern, die auch diesen Bot haben, promoten und wir werden uns dabei gegenseitig quasi dann unterstützen. Okay, dann haben wir jedenfalls den Partnerbot schon mal aktiviert. Also diese Nachricht wird jetzt auf sehr vielen Discord-Servern letztlich kommen. Und wir hoffen einfach mal, dass da jetzt ein paar Leute drauf joinen. So, wir haben jetzt durchgeabsetzt und haben jetzt auf jemanden Servern Werbung gemacht. Und jetzt seid gespannt, wie viele Member auf unseren Server gekommen sind. Es sind genau einer. Wir konnten es selber nicht fassen, dass einfach nur einer auf dem Server gejoint ist. Und deshalb werden wir jetzt zu härteren mitgreifen. Und zwar mit dem Members Plus Bot. Also gehen wir einfach mal auf Members Plus Discord Bots und laden den ein. Ich habe mich da schon ein bisschen schlau gemacht, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen in Help. Ah, okay. Also wirklich das Wichtigste, wir müssen mit Plus Find andere Server finden, müssen auf die joinen und bekommen dafür dann Coins. Im Punkt Prices können wir die Preise von Membern, die wir von unserem Server holen wollen, sehen. Und dann können wir Member kaufen. Also kann ich jetzt einfach Plus Ball machen. Okay, und ich sehe, ich habe dann 0,726 Coins. Frag mich nicht, wie man auf diese Anzahl kommt. Plus Find eingeben. Ah, okay, und jetzt sind hier Server. Wenn ich auf die joine, bekomme ich dann mehr, oder wie? Okay, ich habe jetzt 3 Coins. Und jetzt kann ich die dann kaufen. Raufgeladen habe das
Kann ich mir jetzt auch nicht verstehen. Ich mach's einfach mal bei 20 oder wie? 2000 Jahre später. Bei 0. Okay, ich glaube, jetzt ist es gegangen. Jetzt muss ich plus Info machen. 14 Leute sind entscheiden. Was? Wie schnell geht denn das? Die kommen ja alle nacheinander rein. Was wird denn das hier? Min halt, guck es hier an. Es müssen noch 5 joinen. 5 joinen noch. Was? Da, guck's dir an, im allgemeinen Chat, wie sie alle rein. Also, hier kommen jetzt keine mehr. Und jetzt gibt es nur noch die Möglichkeit mit Punkt Purchase. Aber da müsste man, glaube ich, dann echtes Geld zahlen. Das sind jetzt 39 Mitglieder. Wenn wir es jetzt länger machen, würden wir wahrscheinlich auch nochmal mehr Member bekommen. Aber irgendwann ist es wahrscheinlich auch mal zu Ende. Dann braucht man wieder einen neuen Account, weil man dann auf alle möglichen Server gejoint ist. Mit Plus Feind finden wir jetzt auch keine Server mehr. Ich habe jetzt hier nochmal einen ähnlichen Bot entdeckt. Der heißt nicht Member Plus, sondern Users Plus. Der hat auch nicht so viele Downloads. Aber ich hole ihn jetzt auch mal auf den Server drauf. Vielleicht bringt er ja was. Es ist eigentlich exakt dasselbe wie der andere Bot. Wie gesagt, ist aber leider sehr schade, dass es hier ziemlich schnell vorbei ist. Also man findet hier wirklich nichts mehr. Wenn man genug Coins hat und sich Member kauft, dann kommen die eigentlich auch relativ schnell. Leider sind sie jetzt nicht so aktiv. Hier ist jetzt noch das letzte, was wir heute machen werden, und zwar der OP-Partner-Bot. Der soll uns anscheinend auch noch helfen. Ich mache die wieder wie immer auf den Server. Okay, also der OP-Partner ist offline. Der geht anscheinend nicht. Das ist jetzt hier wirklich der letzte, und zwar ist das Join for Join. Ich denke, der Name sagt schon alles über den Bot. Also, der geht jetzt endlich. Ich habe hier fast 4 Money. Also, hier ist es quasi so, dass ein Coin einem Join entspricht quasi. Also, wenn ich einen Discord-Server join, dann bekomme ich hier quasi auch automatisch 3 Member dazu. Es sind jetzt schon fast 40 Mitglieder. Also, ich kann mich aktuell nicht beschweren. Also, mit dem Join-for-Join-Bot geht es jetzt wirklich nicht so schnell. Weil es seitdem niemand mehr gejoint ist. Aber ich würde sagen, das waren es dann auch mit den Tricks, weil mehr findet man hier jetzt nicht mehr. Deshalb würde ich jetzt sagen, Leute, das war es jetzt mit diesem Video hier. Fazit zu den ganzen Sachen. Also direkt mit dem Invite bekommt man relativ schlecht Server. Eher schneller geht's, wenn man jetzt so wie ich einen Community-Server hat. Ansonsten ist es wirklich ratsam, dass man sich einen Bot holt, wenn man zum Beispiel einen internationalen Server hat. Der würde einem dann helfen. Muss dabei aber auch immer darauf gucken, dass man aktive Member hat, weil die haben hier jetzt zum Beispiel nicht sehr aktive Member, also die haben hier jetzt gar nichts in den Chat geschrieben, ne? Aber es ist auch bedenken, dass man auf sehr vielen Servern ist und so dieses Maximum von 100 Servern sehr schnell erreicht hat. Und man kann von diesen Servern auch nicht so einfach runtergehen, aus dem einfachen Grund, dass man dann sehr viele Coins Abzug bekommt. Trotzdem würde ich sagen, dass es für neue Server eine gute Idee ist. Wenn man aber schon einen einigermaßen großen Server hat, dann würde ich es lieber sein lassen. Mit diesen Worten würde ich mich jetzt von euch verabschieden und würde sagen, haut rein! Und bis zum nächsten Mal.